Purana ist das Alte, das Uralte, das Archaische, das Überlieferte. Purana ist insbesondere auch eine Schriftgattung, eine Sammlung von heiligen Schriften, von denen es heißt, dass sie uralt sind. Es gibt die sogenannten 18 Puranas. Die 18 Puranas sind eben 8 große Überlieferungen. Uralt heißt, als sie aufgeschrieben wurden, waren sie schon von Generationen zu Generationen weitergegeben worden, mündlich. Und in dem Moment, wo sie dann jemand aufgeschrieben hat, waren sie schon uralt. Purana auch deshalb, weil sie von uralten Zeiten handeln. Puranas sind Geschichten, wie Mensch mit Gott in Kontakt tritt. In den Puranas gibt es immer Inkarnationen Gottes, Avatare. In den Puranas interagiert Mensch mit Gott. In den Puranas spielt Gott letztlich die Hauptrolle. Es gibt Schriften, die später sind, wie die Itihasas, wo letztlich Mensch die Hauptrolle spielt. Und selbst wenn dort Inkarnationen Gottes gibt, wie Krishna in der Mahabharata oder auch Rama in der Ramayana oder auch Rama in der Yoga Vasishta, dann verhält sich dort Gott eher wie ein Mensch und die Menschen spielen oft die wichtigere Rolle. Kannst du sagen, in der Ramayana spielt Rama die Hauptrolle, klar. Ramayana heißt ja auch die Abenteuer von Rama, die Lebensgeschichte von Rama. Aber Rama wusste gar nicht, dass er eine göttliche Inkarnation war. Rama verhielt sich, als ob er ein normaler Mensch wäre, nicht ganz normal, denn diese Tugend und diese Ethik und auch diese Stärke und der Mut und seine besonderen Fähigkeiten waren schon außergewöhnlich. Aber es ist nicht so wie zum Beispiel in der Shiva Purana, wo Shiva auf die Welt kommt, in jeder Zeit kann er sich vergrößern und verkleinern und sich wieder von dannen machen und auflösen, neu manifestieren. In den Itihasas sind es mehr Heldensagen. So ähnlich wie auch die griechische Mythologie kann man einteilen in Göttersagen und Heldensagen. Als ich Jugendlicher war, dort gab es so ein Buch, eventuell gibt es das auch noch heute, das hieß griechische Götter und Heldensagen. Da gab es solche, das waren mehr die Göttersagen und solche, das waren mehr die Heldensagen. Und so ähnlich auch, man kann sagen, die Puranas sind mehr die Göttermythologie und die Itihasas sind mehr die Heldenmythen. Puranas. Ich will gerade noch etwas lesen über die Puranas aus einem Buch von Martin Mitwede, spirituelles Wörterbuch, Sanskrit-Deutsch, wo du noch einiges hören kannst über die Puranas. Purana heißt alt, urtümlich. Purana ist der Name einer Literaturgattung, deren Texte zu den klassischen heiligen Schriften zählen. Im Gegensatz zu den Epen, den Itihasas, welche die Handlungen menschlicher Helden beschreiben, behandeln die 18 Hauptpuranas, die Mahapuranas und die ihnen untergeordneten 18 Nebenpuranas, Upapuranas, die Berichte über das göttliche Wirken auf der Erde. Also 18 Hauptpuranas, Mahapuranas, 18 Nebenpuranas, die Upapuranas. Übrigens, ich möchte jetzt schon erwähnen, im Wiki von Yoga Vidya findest du alle 18 Puranas beschrieben. Du findest Zusammenfassungen von jeder der 18 Mahapuranas und auch von den Nebenpuranas. Ich glaube, es gibt noch nicht mal das in Buchform. So, wenn du mal wissen willst, was der Inhalt der Puranas ist, geh einfach auf wiki.yogavidya.de oder einfach auf www.yogavidya.de, gib ein Purana. Und dann bekommst du zunächst mal den Wiki-Artikel Purana und von dort gibt es dann die Verlinkungen auf 36 Puranas und diese, da findest du die Zusammenfassung, was sie so bedeuten. Und diese Puranas gehen über das göttliche Wirken auf der Erde. In ihnen stehen das Wirken des persönlichen Gottes, Ishvara, und die Liebe zu ihm, Bhakti, im Mittelpunkt. Die einzelnen Texte werden jeweils der Brahma-Tradition, der Vaishnava-Tradition oder der Shaiva-Tradition zugeordnet. Die 6 Vaishnava-Puranas sind Vishnu-Purana, Bhagavata-Purana, Padma-Purana, Narada-Purana, Garuda-Purana und Varaha-Purana. Am bekanntesten ist dabei die Bhagavata-Purana, auch Bhagavatam genannt, wo gerade die Lebensgeschichte von Krishna erzählt wird.
aber auch die Geschichte der verschiedenen Inkarnationen Vishnus. Die sechs Shaiva Purana sind Matsya Purana, Linga Purana, Skanda Purana, Kurma Purana, Shiva Purana und Agni Purana. Hier von besonderer Bedeutung ist insbesondere die Shiva Purana, welche gerade für die Shaivas besonders wichtig ist. Auch die Skanda Purana ist wichtig. Die beschreibt nämlich das Wirken von Skanda und damit Subramanya, Sharavanabhava. Und die ist gerade in Tamil Nadu wichtig. Swami Shivananda war ja auch jemand aus Tamil Nadu. Und so hat er auch viele Tamilen angezogen. Und so wird auch im Shivananda Ashram Rishikesh, obgleich er in Nordindien liegt, wird Skanda besonders verehrt. Und Swami Shivananda hat ja auch ein Buch geschrieben, Lord Shanmukha and His Worship, Verehrung von Shanmukha. Und dort beschreibt er auch eine kurze Zusammenfassung der Skanda Purana. Agni Purana ist natürlich auch die Verehrung von Agni, vom Feuer. An die Stelle des Agni Purana tritt mitunter auch Vayu Purana. Die sechs Brahma Purana sind Brahma Purana, auch Brahma Vaivata Purana, Vamana Purana, Brahmanda Purana, Markandeya Purana und Bhavishya Purana. Markandeya Purana wird manchmal auch als Vaishnava Purana bezeichnet, ist aber vor allen Dingen auch eine Devi Purana. Jetzt kommt noch etwas. Devi ist die göttliche Mutter. In heutiger Zeit kann man sagen, gibt es drei Hauptströmungen in Indien. Da gibt es die Shaivas, die Vaishnavas und die Shaktas. Die Shaivas verehren Shiva und dafür, für sie sind besonders die Shiva Puranas wichtig. Die Vaishnavas verehren Vishnu, für sie sind besonders die Vaishnava Puranas wichtig. Und die Shaktas verehren die göttliche Mutter Shakti. Sie werden manchmal auch als Tantrikas bezeichnet. Denn die Schriften zur Verehrung der göttlichen Mutter werden manchmal auch als Tantra bezeichnet. Gut, und dazu gehört Markandeya Purana, ist dann auch zu den Shakti Puranas. Jedes der Purana hat fünf Charakteristika, also Pancha Lakshana. Lakshana heißt Charakteristika, Pancha fünf. Ein Purana soll fünf Themen behandeln: die Schöpfung der Welt, die Zerstörung der Welt, Geschlechterfolge der Götter und Helden, viertens die Herrschaft der unterschiedlichen Manus in den verschiedenen Stadien menschlicher Entwicklung, fünftens Leben und Werke der Nachkommen der Manus, insbesondere der Könige der Sonnen- und Monddynastien. Und das Interessante ist, es gibt 18 Puranas und jede beschreibt die Schöpfung anders, jede beschreibt die Zerstörung, Erneuerung der Welt anders. Und sie beschreiben die unterschiedlichen Geschlechter auf unterschiedliche Weise, erwähnen eine unterschiedliche Abfolge von Manus, also letztlich Herrschern des Menschengeschlechtes und damit auch verschiedene Stadien der Menschheit. Entwicklung. Einzelne Texte enthalten aber auch philosophische und wissenschaftliche Betrachtungen sowie eingeschobene Erzählungen. Sie sind damit der epischen Literatur nicht unähnlich. Ebenso wie ein Avatar eine sichtbare göttliche Inkarnation ist, sind die Puranas die Exemplifizierung der spirituellen Wahrheiten in Gestalt von existenziell berührenden Schicksalen und Lebenssituationen. Puranas eben auch geschrieben, dass Menschen fasziniert sind von den göttlichen Geschehnissen. In früheren Zeiten gab es kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet, es gab kein künstliches Licht. Menschen wollten trotzdem unterhalten werden und damit die Unterhaltung spirituell sein konnte, haben die Menschen Göttergeschichten erzählt. Dazu dienten die Itihasas und die Puranas. Sind erbauliche Geschichten, die aber auch so geschrieben sind, dass Menschen davon fasziniert sind. Heutzutage gibt es viele Zusammenfassungen der Puranas, denn Menschen heute haben eine größere Schnelllebigkeit. Sie lieben es auch, wenn Geschichten schneller erzählt werden. Früher waren Menschen etwas bedächtiger und ruhiger. Und heute will man es auch bebildert haben, man kennt die Bilder. Die Puranas waren geschrieben zu einer Zeit, als die Götterbilder noch nicht so populär waren. Dort wurden praktisch die Geschichten auch mit die ganzen Bilder und die Landschaften entstanden im Geist des Zuhörers, in dem all das genauer beschrieben wird. So gibt es heute Zusammenfassungen der Puranas. Es gibt auch Comics über die Puranas.
Es gibt Videofilme über die Puranas, die du auch im YouTube sehen kannst. Es gibt sie auf DVD und es gibt großartige, lange Folgen und auch Verkürzungen. Also Puranas, faszinierend, in Geschichtenform die großen Weisheiten beschrieben. Puranas, das Uralte. Puranas, Geschichten über das Wirken Gottes auf dieser Welt. Puranas, Beschreibung, wie die Welt entstanden ist, wie sie existiert, wie sie sich auflöst. Puranas, Göttergeschichten mit vielen Inspirationen für die spirituelle Praxis.